Schön. 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 Nein, zwei Stück nur. Sie müssen alle, so, hier muss wo die hinter der Uniform da. Alle bitte. Ja. Meine Schlussbildfeier haben Sie bekommen. Ja, das ist ja schon mal gesprochen. Ich habe heute nicht abends. Nee? Hast du Bürsten nur, ne? Ja. Also, alle entweder darüber oder darüber. Das ist ja auch schlecht. Hier, hier ist der hier. Ja, da muss ich. Hallo, ja. Ja. Ganz auf heute herrscht Martha. Schallung wunderbar. Als Probe war das schon ganz gut. Der Applaus war noch ein bisschen spärlich für euch. Ihr seid mehr gewöhnt, oder? Können wir die letzten 15 Sekunden nochmal anspielen? Also nur den Schluss quasi, die letzten paar Noten nochmal, ja? Los, gut. Auf gar keinen Fall. Wehe, du guckst da hin. Guck einfach immer den Kameramann an, das ist ganz wichtig. Immer da, wo das Licht leuchtet, so quasi, ne? Bin ja mal gespannt, ob das funktioniert. Vorspann läuft, Vorspann läuft. Und die, ja, ich würde sagen, sie sind auch unglaublich farbenfroh. Und das Flott bezieht sich, glaube ich, auch auf den Namen der Samtgemeinde. Denn wir sind im Flottwedel. Wenn Sie jetzt zu Hause ganz schnell zum Atlas laufen und mal reinschauen, dann werden Sie das Flottwedel nicht finden. Aber so heißt die Region hier. Die Samtgemeinde Flottwedel ist ein alter Gaubegriff und der wurde hier übernommen. Aikling, 800 Jahre Flottes Aikling. Seit einer Woche wird hier vom Wildesten gefeiert und genau das tun wir heute. Hallo und herzlich willkommen live von der 800-Jahr-Feier in Aiklingen. Hier am alten Amtshof, was es mit diesem historischen Gebäude auf sich hat, das werden wir in der Sendung natürlich noch klären. Und wir hätten heute sogar eine, ich würde mal sagen, Musikparade. Der Freundin, die Sonne scheint mir hier. Und unseren Grund frei.
22 Kinder stürmen spontan bei Rotlicht rein. Die spüren das, glaube ich. Ich kann jetzt hier oben stehen und dummes Zeug reden und Bernd da hinten sein, weil wir zurzeit nicht auf dem Sender sind. Das heißt, Kurt ist jetzt dran, den Sie vorhin schon kurz gehört haben. Und Kurt macht die Nachrichten mit einer Kamera, weil die sehen ja nur eine Einstellung, ihnen immer wieder ein neues Bild anzubieten. Also wenn man mal bedenkt, zum Beispiel Viva, ja, als Musiksender hat eine Schnittfolge von 1,5 Sekunden, dann kommt bei denen immer ein neues Bild. Und auch bei den Filmen, die wir machen, ist so im Schnitt ein Bild, eine Einstellung nicht länger als 4 Sekunden. Oh, der Wetterbericht läuft schon. Na gut, okay, dann machen wir weiter. Dein Akkulicht ist auf der Fahne, ne? Ja, es kommt nur noch die Vorschau, Willi. Ja, das ist der. Hier nicht hetzen, ja? Was wollt ihr? Ihr sollt doch nicht sehen, Mensch. Ihr sollt gut aussehen in der Uniform. Was seht ihr auch ohne? Ja, Radrennen zeigen wir gleich. So, hier muss ich stehen? Hier so? Ja. Noch ein Stück nach links. Nach rechts. Ja, nach rechts. So vielleicht? Noch ein bisschen? So. Ja. Oh, mit Pferden im Hintergrund, das ist toll. So, die Beschallung ein bisschen lauter, damit wir kurz verstehen können. Ihr Schicksal erzählt am Montag unsere Reihe 50 Jahre Niedersachsen. Das wird ein Wochenende für alle Fans der Volksmusik. Entweder Sie kommen morgen am Sonntag zu unserem Festival in Nordheim. Ja, die hinter mir stehen, haben wir schon gesehen. Michael Turnau ist im Fernsehen der einzige Mann, der das Bild bei uns ausfüllt. Mit vielen, vielen Neuerscheinungen wird natürlich mit den Titeln auf dem Grand. Ich habe mit ihm mal gedreht und den Wildecker Herzbuben. Jetzt wissen wir, warum 16:9 erfunden wurde. Von 20 bis 22 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Die Schützenfeste in Niedersachsen sind alle so ein bisschen ähnlich, aber in Aichling, da ist das was ganz Besonderes, eine Spezialität. Thorsten, was ist das Besondere in Aichling am Schützenfest? Das Besondere ist zum einen, dass die hier unglaublich gut aussehen, wie man vielleicht schon erkennen kann. Das sind alte preußische Uniformen und man hat richtig schwer in den Geldbeutel gegriffen, denn ein so ein Pickelhäubchen kostet schlappe 500 Mark. Original Nachbau quasi, aber es sieht natürlich unglaublich gut aus. Und dieses Schützenfest findet nicht jährlich statt, sondern... Bis alt feiert dann mit. Ich habe mir sagen lassen, in Aichlingen gibt es gar keinen Schützenverein. Wie wird denn dann der König ausgetragen? Das ist eine Besonderheit hier in der Gegend. Wir haben zwei Schießvereine, aber die Schützengesellschaft wird für jedes Mal wieder neu gebildet. Wie darf man sich das vorstellen, dass alle 4 Jahre einer loszieht zum Vereinsregister und sagt, wir gründen mal eben einen Schützenverein? Ja, genau so ist es. 1,5 Jahre vorher reichen die Junggesellen beim Bürgermeister das Schützenfest ein, was in 1,5 Jahren stattfinden soll. Und danach gehen dann Zechensammler, die sogenannten Schaffer, kurz vorm Schützenfest von Haus zu Haus, um die Leute zu animieren, in den Verein, also in die Schützengesellschaft, einzutreten. Ah, und wie geht das Ganze? Was für eine Summe kommt da zusammen? Na, hier kann man nicht von einer Summe sprechen, sondern erstmal von Leuten. So etwa die Hälfte der Dorfbevölkerung tritt dann dieser Gesellschaft bei und sie tragen einen Beitrag, nämlich das Zechenband, von Höhe 18, 20 Mark, je nachdem. Nun ist es so, wenn der Schützenoberst dann zum Beispiel auf dem Schützenfest steht und 1600 Mitglieder begrüßen kann, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier stillgestanden rufen, ja, sind die Aichlinger drauf, stehen die dann sofort still? Nein, dies gilt natürlich nur für die Schützen, einmal für die Jungschützen, für die Altersschützen und für die eben Angetretenen. Aha, also, ich hätte es gerne einmal probiert bei der Kapelle vorhin, bei den Proben hat es geklappt, die haben das getan, was ich wollte, aber egal. Alte Tracht hier in Aichling, das nächste Schützenfest ist? 9. Um hier vernünftig die beiden Kollegen, die so leicht unruhig werden, nach vorne zu lenken. Und hier im Ort gibt es einen echten Weltmeister. Das heißt, mit diesen beiden Riemen kann er weltmeisterlich umgehen. Und wenn Sie jetzt genau aufpassen, dann können Sie... I just wanna say
Ja, den musst du dir holen. Hast du noch alles abgeschlossen denn? Was denn? Ich muss ja auch die... Die Frauen alle draufstehen. Das ist
Hallo, Axel. Er wollte heute Morgen gehen. Ja, muss was gemacht werden. Er hört noch in, erst noch einen Poppenborgen. Puppen da oben. Der ist niedlich. Er ist niedlich. Aber die Kinder schuft ja noch nicht. Das macht sie nicht. Und deswegen. Yeah.
Thank you.
Ich bin ein Schaf, ich bin ein Schwein.